Während die Mongolen im Norden die polnische Armee vernichteten, wüteten Batukan und General Subutai im Süden und drangen ins Herz Ungarns vor. Durch eine Finte zu einer wilden Verfolgung hingerissen, jagte der ungarische König die Invasoren bis hin zu den Ebenen von Muki. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Age of Empires 4, die Schlacht von Muhi 1241. Nachdem er die ungarische Armee auf das von ihm ausgewählte Schlachtfeld gelockt hatte, stellten Batukan und General Subutai ihre Krieger auf einen weiteren taktischen Kampf ein. Okay. Du hast es gleich geschafft, komm schon. Noch ein kleines Stückchen. Danke. Muhi, Königreich Ungarn. Batukan führte seine Krieger über die Ebenen und lockte den ungarischen König aus der Sicherheitszone seiner Stadt zu einem weit abgelegenen Schlachtfeld. Wow, die sind so mit 30 Reitern. Während die Ungarn sich aufteilten, um sich jenseits des Flusses Shoyo neu zu formieren, machten sich die Mongolen bereit für einen Angriff. Jetzt ohne Scheiß, die Buchstaben S mit dem komischen A drüber, J und O. In welcher Welt ist das Shoyo oder so? Der das mongolische Lager zum Schlachtfeld begleitet hatte, sollte sich Batu schon bald anschließen. Während der Khan auf seinen General wartete, versuchte sich die mongolische Vorhut an einem Vorstoß über die Brücke im Norden. Okay. Hallo Brücke, wie geht's dir Brücke? Na, ist er viel. Bis jetzt. Das ist jetzt sehr überraschend. Auf der anderen Seite der Brücke waren die mongolischen Soldaten zahlenmäßig stark unterlegen und traten im Angesicht dieses Hinterhalts schnell den Rückzug an. Das war ein richtig mieser Hinterhalt. Die warten müssen sich noch weiter war nicht das erste Mal in Unterzahl. Mit seinem Wissen aus früheren Siegen begann er, einen koordinierten Angriff zu planen. Lol. Oh. Als General Subutai auf dem Schlachtfeld eintraf, machte er sich schnell ein Bild von der Situation. Habe ich ein Dorfzentrum? Kurultai, ich weiß nicht mehr, was das war. Ger. Das setzen wir mal dahin. Die Kaserne kommt auch da unten hin. Ein Dorfzentrum. So, General Subutai. So. Ihr fünf. Also du kannst mal ganz kurz hier ein Obu bauen. Genau. Du machst uns einen Schießstand. Du machst uns eine Belagerungswerkstatt. Du machst uns ein Gebetszelt, von mir aus aber mal ganz zu Hilfe, egal. Und einen Marktplatz. Du gehst an Gold, ihr macht das hier. Das und das ist mein Top 1. Wunderbar. Dann haben wir hier das Kurultai. Wofür warst du nochmal? Ach so. Das war ein Kurultai. Das habe ich voll vergessen. Den Namen kann sich auch keiner merken. Also, ihr geht mit einem Holz, bitte. Könnt ihr euch hier machen. So, ist besser. So. Du machst uns noch einen Stall. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht, diese Schießanlage. Ich habe die nur gebraucht, um die zu bauen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mangen finde ich eigentlich ganz gut, aber ich hätte gerne was anderes. Können wir in die nächste Zeit gehen, theoretisch? Brauchen wir noch irgendwas? Nee, ne? Ein Stall vielleicht noch.
Egal. So ist gut. Mehr Dorfbewohner, bitte. Der Halt da oben ganz entspannt. Sehr schön. Heilungsrate können wir erhöhen und wir können noch einen Schaman machen. Egal, Heilung haben wir da ein bisschen. Reicht uns eigentlich. Drei dahin. 10 Lanzenreiter machen wir mal ganz kurz. Brauche ich noch irgendwas? Nee, ne? Ja, doch, das Arsenal. Und die Schmiede, lol, bin ich dumm? Die zwei wichtigsten Gebäude für vergessen. So. Voltag haben wir jetzt gerade genug, würde ich sagen. Du machst uns mal 5-mal Budai. Ja, passt. Wunderschön. Dann können wir erkunden gehen. Zehn Zeit haben wir noch, also alles easy. Aber ich glaube, ich hätte gerne noch 2 Ställe. Setzen wir einfach daneben, ist ja egal. Die Mongolen entdeckten einen möglichen alternativen Flussübergang, eine kaputte Brücke. Okay. Dorfbewohner können zerstörte Brücken reparieren. Dann tun wir das doch. Dann mach mal. So. Ein Top. Während ihr es baut, können wir weiter erkunden gehen. So. Dann können wir ja ganz kurz die Forschung durchballern. Belangungsmaschinen erhöhen ist auch gut, wobei, ich glaube, das andere finde ich gerade wichtiger. Ich weiß halt nicht, ob das auch für die Bango Dice zählt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, wird schon. Ist ja auch nicht schlecht, weil da brauchen wir halt ein bisschen Gold für, das kriegen die schon hin nach und nach. So, Holz wird gesammelt, jetzt gibt es ein bisschen mehr Nahrung. Okay. Zack. Elchute! Einfach mehr davon. Und das nächste Gold geht hier rein. 10 Gold noch. Kommt schon irgendeiner, bitte? Danke. So. Ja. Jetzt machen wir wieder Gold und Nahrung, das ist klar. Das wird schon wieder Zeit. Was haben wir hier? Auch eine Brücke oder irgendwas anderes? Die Mongolen kamen an den Fluss Shayo und entdeckten eine seichte Furt. Okay, cool. Da können wir noch so überlaufen, ist ja okay. Okay, hat die gebaut, sehr schön. Dann kannst du mitgehen an Gold. Mehr davon bitte. Und natürlich mehr Lanzenreiter. Viel mehr bitte. Ich finde so ein Mangodai ist auch echt gut und so. Aber wir haben ja gelernt, Nahkämpfer sind mittlerweile doch ein bisschen wichtiger geworden. Das ist unser Trupp 1, der sich hier begibt. Und dafür bleiben die anderen beiden, die anderen gehen auf die andere Seite dann. Das ist gut. Muhidorf. Ich will da mal kurz reingucken. Während Subutai eiligst seine Armee für den Angriff vorbereitete, war Batu im Begriff, einen weiteren Versuch zur Eroberung der Brücke zu unternehmen. Okay. Gibt es irgendwas hier? Geht so, ne? Mehr Nahrung, bitte.
Wie mache ich denn das jetzt am besten? So, 10 geht über das Zerrat. Wobei, jetzt sind alle leer, ne? Über das Szenarien weg, genau. Und geht das Schwein jagen. Da wäre noch ein einzelnes Reh, aber ansonsten haben wir nicht viel Nahrung hier. Die war schon richtig. Wir könnten mal so machen. Und so. Zack. Und mehr Reiter kaufen. Ihr seid ganz schön langsam, Jungs. So ist fein. Machen wir alle weg, das war total dumm eigentlich. Das ist viel besser so. Also Stein vergesse ich die ganze Zeit irgendwie ein bisschen, weiß ich auch nicht, du. Menschen dämlich eigentlich. Aber ich würde sagen, wir nutzen die 4 Minuten auch vollkommen aus. Sicher, sicher. So, schön. Wie viele Ressourcen die auch geben, ne? Die Felder. Krass. Das war sehr erfolgreich. 500 Job, ja, dann geht ihr bitte mal auf das Reh. Es geht. Na komm, tötet sie bitte alle. Haben wir. Top 1 ist in Stellung. Die Truppe 2 geht's gerade auch sehr gut hier. Könnt ihr nicht das Reh snacken? Ich meine nur, Jungs, ihr könnt auch gerne was A tun hier, ne? Danke. Das ist unsere 2. So, ist super gut, dann war den Truppen nicht voll. Und die nächsten gehen alle mal ganz kurz rechts rüber. Nochmal den hier, dann den hier. Das geht schon. 200 Minuten haben wir noch, das reicht auf jeden Fall locker, locker. Ich speichere trotzdem mal ganz kurz. Sicher ist sicher, man weiß ja nie, was so passiert, ne? Wir können jetzt auch übelst kassieren, theoretisch. Wer weiß. Schicken wir auch rüber. Schauen wir noch ganz kurz ab. Einer noch. Wunderbar. Damit sind die Armeen fertig. Die Schweine werden ordentlich... Alter, die haben 2000? Ja, moin. Krass. Okay. So, die eine Flanke haben wir. Warten wir ganz kurz, bis die da sind, dann gehen wir da richtig rein. Stein vollkommen, cool. Lass ich einfach mal hier, komm, ist egal. Ich will es nicht durchgehend alle nachschieben. Und rein. Müsste doch jetzt nicht reichen, oder? Hab ich doch.
Элчүүдээ зоригтой давшигдах үе. Өтөр гүцтгий. Элчүүдээ анхаарах үе. Жэрэглэн ах бүтэлмүү тамтид. Oder muss ich jetzt warten, bis die Zeit abgelaufen ist, tatsächlich? Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich meine, gut, kann man natürlich trotzdem machen, ne? Aber ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass das losgeht, sobald ich einen links und rechts stehen habe. Ja gut, dann versammeln wir die einfach nur da. Können wir ja auch machen. Ist ja prinzipiell erst nicht schlimm. 13 Sekunden, dann geht's los. Die Einheiten kamen sogar noch alle rechtzeitig an hier. Aber jetzt genau 43, 43 ist eigentlich hervorragend. Batukan sah seine Chance und überquerte die Brücke zu einem Frontalangriff auf die Ungarn. Meine Frage, wenn wir da so einfach rüberkommen, warum genau gehen wir da rüber? Ich frage nur mal so für so einen Freund. Geil. Ich würde sagen, wir sind ein bisschen Overkill. Autsch. Die Mongolen beanspruchten die Brücke für sich und besetzten die Freifläche, was die Ungarn in die Wälder trieb, wo sie in mehrere Gruppen zerfielen. Nun konnten die Mongolen die Ungarn zurück in ihr Lager drängen. Ein kleiner Platz, ohne Fluchtmöglichkeiten. Alter, 90 Soldaten, ne? Ja, können wir was durchziehen jetzt hier, ne? Noch kurz ein paar Fernkämpfer. Mehr davon. Lol. 93 haben wir, obwohl wir gerade so einen riesen Kampf gemacht haben. Ja gut, dann greifen wir an, ne? Easy, Mann. Ja, hallo. Wie geht's denn hier? Da die Ungarn festsaßen, rückten die Mongolen näher und besiegten die Armee vollständig. Mama. Und Angriff. Oh, Türme. Die schimpft es jetzt eigentlich mal nicht so. Machen wir euch Sturmpfeil, wenn sie die Fernkämpfer. Lohnt sich. Ganz kurz eben Einheiten nachschieben. Alter, einfach immer noch so viele, ne? Aber es ist ein cooles Lager, muss ich sagen. Krass. Komm, einen Fackel kannst du ihn werfen. Danke. Kaputt. Alter, wie viele Reiter? Lol, er kriegt einfach Verstärkung. Lol. Ich habe auch schon einige verloren, sich zugeben. War jetzt nicht zu unterschätzen. Aber trotzdem sehr easy Mission. Die Mongolen verwüsteten das Lager der Ungarn. Mhm. Der ungarische König und seine letzten Männer liefen um ihr Leben. Mhm. Wieder einmal hatten Batukan und General Subutai ihre europäischen Gegner überlistet und vollständig vernichtet. Und so den Westen mit Schrecken erfüllt. Wie kurz die Missionen sind im Vergleich zu Age of Empires 2.
Weißt du, da muss ich mal so mindestens eine Stunde, anderthalb Stunden pro Mission einrechnen. Hier so Viertelstunde ist rum. 20 Minuten maximal. Voll gut eigentlich. Ist ein bisschen entspannter, aber beides hat was. So, wir haben hier... Warum sind die immer in der falschen Reihenfolge? Das geht mir so auf den Keks, ne? Das war das, was wir gesehen hatten. General Subutai. Während seiner frühen Herrschaftsjahre ernannte Genghis Khan einen Jungen zu seiner loyalen Türwache. Denn er erkannte das Potenzial in seiner Hingabe. Der Junge blieb an der Seite seines Khans und erlernte dessen Strategien, während er heranwuchs. Er sollte einer von Genghis Khans Kriegshunden werden, zu denen nur seine fähigsten Generäle zählten. Sein Name war Subutai. Krieg für Krieg zeigte Subutai seine Fähigkeit, Schwächen des Feindes zu erkennen und auszunutzen. Seine unkonventionellen Taktiken führten die Mongolen mit leichten Siegen durch ganz Asien und bis nach Europa. Mit Spionen, Ablenkungsmanövern und vorgetäuschten Rückzügen verwirrte und erschöpfte er seine Gegner. Er koordinierte plötzliche Zangenangriffe über gewaltige Entfernungen und mit verheerender Wirksamkeit. Seine Brutalität ebenso wie seine Verschlagenheit machten Subutai zur Legende. Und der Meerbogen, die Meerbogenarmbrust. Die Mongolen setzten allerlei bemerkenswerte Kriegsmaschinen ein, von Trebuchets bis hin zu riesigen Armbrüsten. Sie waren Meister der Belagerungskunst und rekrutierten chinesische Baumeister zur Konstruktion ihrer Gerätschaften. In dieser Kopie eines chinesischen Manuskripts aus dem 11. Jahrhundert hat Justin Ma eine ungewöhnliche Waffe entdeckt. This is a triple crossbow, a large triple crossbow, in an arrangement where we have two bows in front, and here's the weird thing: you've got one bow in the back, facing backwards. There is a term in this passage which says that the bows are joined using a shengzhou. Mm-hmm. Or a rope and axle, a pulley. Okay, yeah. A pulley is the key, and that's the absolute essential ingredient in this contraption to make it work. Die vorderen Bögen werden mit zwei einfachen Seilen verbunden. Der hintere Bogen ist jedoch rückwärts gerichtet. Die vorderen Bögen werden gespannt und nach vorn ausgerichtet. Ein einzelnes Seil verbindet den hinteren Bogen mit den vorderen Bögen mittels zweier Flaschenzüge. Durch dieses Flaschenzugsystem können alle drei Bögen ein Projektil in dieselbe Richtung befördern. Now these pulleys make sense. Sort of spanning around here, reversing the direction. Durch eine Winde wird die Sehne in Position gezogen. You can see that tension as it's pulling that last bow in reverse. Ein elementarer Bestandteil dieser Konstruktion ist der rückwärts gerichtete Bogen. Dieses einmalige Element verleiht der Waffe eine unglaubliche Zugkraft und versetzt sie in die Lage, riesige Bolzen zu verschießen. There's a lot of tension in there. Das Projektil zeigt große Wirkung. Golly. Well, it's gone through three. Im ersten Versuch durchschlägt es drei Bretter. Das Team beschließt, noch einen Schritt weiter zu gehen. Let's do it. Quite exciting. Let's see if it really can punch a hole through that fourth one. It went all through three of them and it punched a slight hole on the side of the fourth. Vermutlich wurden in der Schlacht solche Waffen eingesetzt, um Schilde zu durchschlagen. Doch dieses schwere Eichenfass stellt eine größere Herausforderung dar. Ah, we got the hole. Look at it. A lot of leaking out. I didn't think we're gonna be able to punch this. I mean, it's just incredible. This is impressive. I mean, this took a lot of force too. Look at the thickness of it. And this is some hard wood. I mean, this is not just some particle board here. Yeah. Okay? I mean, this is incredible. Indem sie Wissen und Fähigkeiten eroberter Völker übernahmen, konnten die Mongolen Kriege gewinnen und riesige Gebiete kontrollieren. Das war der Schlüssel zur Erschaffung eines der größten Reiche der Geschichte. Das ist krass gewesen. Mich würde noch interessieren, wie weit die Reichweite war von so einem Ding. Ist es jetzt wie so eine normale Armbrust? Das ist halt, ich sag mal,
in sichtbare Reichweite einschlägt? Oder kann man damit wie so ein Tribok, okay, jetzt nicht Tribok-mäßig, aber ihr wisst, wie ich das meine, so doch schon ein Stückchen weiter schießen? Weiß ich meine? Das ist auch nochmal relevant. Wie weit geht das? Ob das jetzt nur 10 Meter weit fliegt oder 50, ist schon ein Riesenunterschied, weißt du? Das hat mich auch interessiert ein bisschen. Aber insgesamt, interessante Konstruktion. Gefällt mir. Cool. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Macht dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.